Hallo ihr Lieben und willkommen auf meiner Seite. Heute kommt nur ein kleines Update, weil ich mich gar nicht, weil ich auch heute gar nicht irgendwie den Kopf für Rezensionen habe. Ich habe zwar in letzter Zeit ein paar Bücher beendet. Ich hatte eine Weile eine Leseflaute, muss ich ehrlich sagen. Dann habe ich ein paar echt gute Bücher bekommen, die ich auch parallel gelesen habe. Und ja, dann aber nachdem ich heute Morgen die Nachrichten gesehen habe, ist es mir dann doch vergangen. Und deshalb kommt nur ein kleines Update, kommt nur eine kleine Statusmeldung, dass ich, es kommt wieder was, bald, dauert nicht mehr lange, versprochen. Aber heute nicht. Heute sind meine Gedanken in Manchester bei den 19 Personen, meist Jugendliche, sind glaube ich fast nur Jugendliche und Teenager. Und den 15 Verletzten. Und finde das aber nur extrem, extrem schrecklich, was passiert ist. Ich fasse es nicht. Es ist doch nur ein Konzert gewesen. Es war doch nur ein Konzert. Es war keine Demonstration. Es war kein Staatsbankett, kein irgendwas. Es war ein Konzert von einer 24-jährigen amerikanischen Sängerin, die einfach nur ihren Fans ein paar schöne Stunden bescheren würde. Und ja. Da lassen Eltern ihre Kinder auf ein Konzert und hoffen, dass alles gut geht, vertrauen darauf und dann passiert sowas. Und das darf einfach nicht passieren. Sowas darf einfach nicht sein. Ich muss sagen, ich bin jetzt zwar kein Fan von Ariane Grande, aber ihr letztes Lied war schön von dem Soundtrack von Beauty and the Beast. Das war sehr, sehr schön. Aber ich bin auch ehrlich gesagt gespannt, wie eine so junge Person so etwas dann überstehen wird. Ob sie die Tour vielleicht abbrechen wird oder was allgemein passiert. Weil ich denke mal, der Schock wird auch bei ihr sehr tief sitzen. Und es waren immerhin ihre Fans. Und meistens, es gibt ja wirklich die viele Sänger, die sehen auch ihre Fans als ein bisschen als sehr Besonderes. Und ihr seht, ich bin sehr schockiert. Ich werde auch heute in meinen Social Medias nicht wirklich was posten. Ich werde die Nachrichten etwas verfolgen. Versuche aber das auch ein bisschen sacken zu lassen, Abstand zu bekommen, weil man muss ja weitermachen. Ich habe einen 5-jährigen Sohn und ich muss einfach froh sein. Ich muss einfach, man darf sich nicht verkriechen, das ist halt so. Trotzdem werde ich keine fröhlichen Bilder heute zeigen. Alles, was ist, kann ich morgen machen. Das läuft nicht weg. Und auch Rezensionen, die kann ich morgen noch machen. Da habe ich wenigstens wieder den Kopf zu. Die Bücher, die ich gelesen habe, die haben es verdient, dass ich mich reinhänge. Die haben es verdient, dass ich euphorisch darüber spreche. Weil es waren wirklich tolle, wahnsinnig tolle Bücher. Aber das so eine gute Schauspielerin bin ich heute nicht. Oder bin ich allgemein nicht. Das könnte ich nicht. Und die haben es einfach, ja, das. Deswegen kommt mal ein kleines, kurzes 4-5-Minuten-Video. Ein kleines Update. Und ja, meine Gedanken sind in England. Ich bin ein großer, großer England-Fan. Allgemein, egal, wenn irgendwas auf der Welt passiert, dann ist das ist einfach so schrecklich. Ich weiß es einfach nicht. Das geht mir immer sehr, sehr nah. Das muss ich sagen. Als es in Paris war oder in Frankreich allgemein, ich habe auch ganz lange nichts machen können. Und ja, damals mit 9/11, das ist ja nun auch schon einige Jahre her, da lag die Welt auch lange, lange Zeit brach. Genau. So. Ich hoffe, euch geht es gut da draußen. Und ihr genießt das Leben und macht das Beste draus.
Und passt auf euch auf. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem einen schönen Tag, eine schöne Zeit und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Janine. Bye.